Hallo und willkommen, hier ist Live Love Lena, ein Kanal mit Mehrwert für Best-Ager. Und zwar gibt es heute ein Schminke. Ich möchte einfach einen ganz dezenten, natürlichen, frischen Look zaubern. Also passend für eine reife Haut, einfach alltagstauglich. Und ich dachte einfach, ich verwende diese BB-Creme hier von Gloria Skincare. Die heißt GG-Creme tatsächlich. Das ist, glaube ich, ja, sehr einzigartig. Ich wüsste nicht, dass noch eine Marke sowas anbietet. Deswegen eine ganz interessante, spannende BB-Creme, also sehr, sehr pflegend und man bekommt einen Wahnsinns-Glow davon. Und ja, ich fange an und zwar, es kommt immer automatisch raus, wenn man hier oben drückt, ne? Ich mache das oft mit den Händen. Sie empfehlen auf der Homepage, ich verlinke natürlich alles, und zwar empfehlen sie einen Beauty-Schwamm, also Beauty-Blender, damit aufzutragen. Das habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Ich bin einfach so super zufrieden. Es sieht einfach so natürlich und glowy aus. Und man muss einfach quasi rausfinden, welche Menge man braucht. Also zu wenig, dann ist die Deckkraft natürlich nicht da und zu viel, dann kann es vielleicht eventuell ein bisschen maskenhaft aussehen. Aber es ist eine BB-Creme, also es ist jetzt nicht puderig, stark puderig oder so, ne? Aber die perfekte Menge, das lernt man irgendwie und dann sieht das so toll aus. Und wie gesagt, ich mache das einfach mit den Händen hier. Ein bisschen auf dem Hals auch. Ich habe übrigens die Farbe Medium. Es gibt vier Farben, also Light, Medium und dann zwei etwas dunklere Farben dann halt auch. Und man hat wirklich sofort ein Glow und das sieht alles ebenmäßig aus und ja, einfach toll und frisch. Und hier sind drei tolle Wirkstoffe drin, Vitamin C, Niacinamid und Panthenol, also wirklich sehr, sehr pflegend. Passend für eine unreine Haut, damit machen sie Werbung, aber letztendlich wirklich für jeden, würde ich sagen. Also auch für eine reife Haut ist das echt klasse, so, so pflegend. Es ist ein veganes Produkt und auch tierversuchsfrei, versteht sich, made in Germany. Und ja, die Firma hat auch sehr viel, also Gloria Skincare heißt ja die Marke, das heißt also sehr viel Skincare, Hautpflegeprodukte bieten sie an, aber auch halt diese BB-Creme oder GG-Creme. Achso, das nennt sich, also GG, das steht für Genius Glow. Steht hier auch drauf, also ein genialer Glow, ne? Das ist also, ja, einfach toll. Und ich kann auch einen Rabattcode anbieten, Lena15, dann bekommt man 15% Rabatt. Ja, also ich habe wie gesagt gelernt, genau welche Menge ich brauche und dann ist es einfach Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob es rüberkommt, ne? Aber es ist so, es sieht so natürlich aus. Man sieht überhaupt nicht, dass, was drauf ist, aber trotzdem ist es halt wesentlich ebenmäßiger alles und ja, deckt Rötungen ein bisschen ab, so, ne? Also wirklich total natürlich und ein Glow. Man kann natürlich mit einem Pinsel hinterhergehen, aber ganz ehrlich, es ist wirklich nicht nötig. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwas noch verteilen sollte, könnte, müsste. Und neuerdings habe ich so ein Silikonkissen, keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber kann man bei Amazon bestellen, kann ich unten verlinken. Und statt ein Schwamm nehme ich tatsächlich sowas oft, weil es dann wirklich in die Haut auch gepresst wird. Mit einem Schwamm, dann geht ja, was weiß ich, die Hälfte des Produkts einfach in den Schwamm rein. Ne? Aber hier sowas, da kann man wirklich alles super gut einpressen, eindrücken. Das ist im Grunde mit diesem GG oder GG-Creme überhaupt nicht nötig, ne? Aber ich zeige einfach, wie man machen kann, statt ein Make-up-Schwamm. Das ist so, ja, muss man einfach gucken, was am besten für seine Haut funktioniert. Als Contouring habe ich hier das Face Contouring Set von Trended Up. Und ich verwende ja immer die Farbe Hit the Pan eben. Ne? Ich habe tatsächlich ein neues Set da, aber ich dachte, es geht noch. Ne? Die sind ja nachhaltig. Ne? Und komischerweise mit diesem Produkt habe ich das Gefühl, obwohl es glowy ist, also extrem frisch glowy ist, dass die großen Poren hier vorne nicht unbedingt verstärkt werden. Also von daher, ja, das ist echt ein Phänomen. Also Genius Glow, kann man nur sagen. So, und dann, ich habe einfach hier, das ist so mein privater Korb, was ich so privat verwende mit allen möglichen Produkten, was ich so neben mir habe. Deswegen im Fokus
steht heute eben Genius Glow, ne? Gloria Skincare, aber ein Blush suche ich, einen Moment. Es kristallisiert sich tatsächlich heraus, dass ich meine Lieblingsprodukte nehme, deswegen das hier ist auch so ein, ja, einfach seht ihr ja, ne? Sehr, also heiß geliebt, ne? Ein Blush von Alterra Multicolor Rouge 02 Harmony Matte. Und das ist einfach auch eine ganz frische Farbe, fast so ein bisschen ein Bronzer-Ersatz. Das ist so rosa, aber auch sehr viel Braunanteil. Vor lauter Begeisterung von Glow, von diesem Produkt, habe ich den Concealer völlig vergessen. Habe ich jetzt off-camera gemacht mit Dr. Jetzke, das ist ja mein Lieblingsconcealer. Kennt ihr vielleicht mittlerweile. Und die Augenbrauen habe ich auch off-camera gemacht mit Brow Powder Set Nummer 10 von Catrice. Wunderbar. Die dunkelste Farbe, oder die dunkle Farbe habe ich heute verwendet tatsächlich. Ich finde die Augenbrauen da werden dann ein bisschen zu dunkel, zu schwarz sozusagen. Ne? Normalerweise habe ich die Farbe, aber das war einfach so ein Experiment heute. Und was habe ich noch gemacht? Abgepudert mit bei Terry. Ich rede ja immer wieder von diesem kleinen Schätzchen hier. Könnt ihr mir sagen oder schreiben, verwendet ihr den auch? Vielleicht habe ich die eine oder andere beeinflussen können. Ich weiß es nicht. Ich rede ja einfach nur, ne, und weiß gar nicht, wie es so rüberkommt. Ne? Aber das ist meiner Meinung nach das beste Puder. Das macht die Poren total unsichtbar tatsächlich. Also wirklich super. So, und ja, dann die Augen. Ich dachte einfach, was Neues, also neu für mich oder nicht. Ich glaube tatsächlich neu jetzt auch im Regal sozusagen. Von Rival de Loup, Nude Matte nennt sich das, Eyeshadow Palette. Ich finde ganz tolle, ja, Nude Farben eben. Ne? Und ich nehme einfach in dieser Ecke hier, das ist so ein etwas gelblicher, brauner Ton, dachte ich. Ich arbeite gerne mit Komplementärfarben und zwar, das ist ja eine warme Farbe und ich habe eine kühle Augenfarbe und das sieht dann, ja, oder das wird dann quasi ein Kontrast, was ganz nett sein kann. Man muss allerdings aufpassen mit gelblichen oder warmen Tönen, dass es schnell unnatürlich aussehen kann bei einer sehr hellen Haut. Jetzt kommt der Sommer so langsam, ne? Und ein bisschen Farbe habe ich jetzt bekommen und dann vertrage ich schon dann warme Farben. Und zwar habe ich hier einen Pinsel von Inglot Nummer. Also 48 SS. Und dann nehme ich einen etwas dunklen, neutralen Ton hier für die Ecke, also als Eckbetonung. Ein bisschen unteren Augen auch mit dem Restprodukt. Einfach ein bisschen verblenden. Dann fehlt noch Mascara und Lippenstift. Ich nehme hier Volume Million Lashes von L'Oreal. Und ich dachte auch, dass ich so ein, heute, das mache ich eigentlich relativ oft, habe ich noch nie gezeigt, glaube ich, aber das ist so ein, statt Wimpernzange, ist das so etwas, was sich aufwärmt. Das ist echt super, das ist jetzt schon warm und da muss man eigentlich keine Angst haben, also bei mir klappt es wunderbar. Man hat vielleicht Bedenken, dass es dann zu heiß sein wird für die Haut um die Augen herum, aber man spürt eine Wärme schon, aber bedingt dadurch, dass also die Haut kommt gar nicht in Verbindung mit diesen Heizdrahten hier. Ich sehe gerade, dass der Akku alarmiert hier langsam, ne? Deswegen mache ich das schnell, ohne zu plaudern. Aber man zieht quasi einfach die Wimpern so in die richtige Richtung nach oben mit der Hitze. Das ist echt eine gute Sache. Wie gesagt, das muss dann regelmäßig aufgeladen werden. Ne? Aber ich habe es sehr lange gehabt. Ich glaube, ich habe es noch nicht, also nur am Anfang einmal geladen und dann hält es wirklich lange. Ich gucke mal, ob ich das verlinken kann. Jetzt ist so ein Geheimtipp eventuell. Ich habe hier, eigentlich ist das ein Kajalstift von Alterra. Das ist Nummer 10 Taub oder Taub. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Sortiment noch ist. Ich glaube leider nicht. Das ist uralt, aber ich verwende das für die Lippen, wie ihr seht. Das ist echt ein Tipp, etwas, ja, so ein bisschen etwas Gräuliches
auf den Lippen als Lip Liner. Im Grunde dieselbe Farbe wie für die Augenbrauen. Das wird eine ganz tolle Farbe für die Lippen. Und ich hatte ein Video gemacht über verschiedene braune, ja, Lip Liner. Leider ist es nichts geworden. Irgendwas ist passiert mit dem Material quasi. Total ärgerlich. Ich hatte alle braunen Lip Liner gezeigt in einem Video, aber ja, die Daten sind nicht mehr da. Keine Ahnung, was passiert ist. Und naja, jetzt zeige ich auf jeden Fall meinen Lieblings-Lip Liner in Braun, obwohl es ja kein Lip Liner ist, ne? Genau, entweder jetzt mit einem farbigen Lipgloss oder einem Lippenstift einfach so umrahmen oder ausfüllen sozusagen. Jetzt nehme ich einfach nur ein, was ist das? Lip Wrap Hydrating Mask, nennt sich das von Ilia. Und das ist dann schon pflegend und glänzend und total transparent, überhaupt keine Farbe. Aber ich dachte heute, dass ich das so mache. Ich habe Mascara in den Haaren, habe ich gerade entdeckt. Ja, so ist es, wenn man die Haare nicht zur Seite schiebt, ne? Ich sagte, ich brauche doch ein bisschen Farbe auf den Lippen. Und so habe ich hier Retro Rose 02 von Lavera. Das ist ja letztendlich so ein bisschen wie Rosenholz, würde ich sagen. Also sehr, sehr nude rosa. Genau, sehr schöne, warme, rosane Farbe. Sieht toll aus. Aber ich gucke so, dass man noch den braunen Rand ein bisschen sieht, aber ein bisschen verwischen halt, dann wird das so schön ombre. Ja, das ist jetzt ein ganz einfacher Alltagslook, man fühlt sich einfach frisch. Und ich habe jetzt kein Highlighter extra, sondern ich dachte, ich lasse diese GG oder GG Creme für sich sprechen. Also es ist einfach... Ja, irgendwie strahlend, sieht total natürlich aus. Ja, man sieht gar nicht, dass da was drauf ist, ne? Also perfekt, muss ich sagen. Vergesst nicht den Code, falls ihr auch Interesse habt. Lena 15, 15% Rabatt. Und ich verlinke natürlich die Creme oder die Marke unten in die Infobox. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss!